Die Hütte ist echt und steht im Museum. So, da haben wir einen Wetterfleck. Super. Wollhosen? Ja, genau. Das kratzt recht, oder? Ja, das schon. Hannes Notnagel ist Museumsleiter und Nostalgie-Ausstatter. Schön eng, oder? Ja, aber sitzt gut, passt. Ja, ja. Und die richtige Größe nicht. Ja, ja. Das ist aber auch ein bisschen so ein Komfortschuh, gell? Das ist nicht mehr der. Ja, durchaus. Das ist nicht mehr der Holzschuh 1920. Wir wollen ja ein Stück weit kommen. Im Wintersportmuseum im steirischen Mürzzuschlag lagern hunderte Paar Ski und Stecken bis aus den Anfängen des alpinen Skisports vor über einem Jahrhundert. Hans Notnagel, der Vater des Museumsleiters, und andere alte Haudegen des Skisports haben schon seit den 60er Jahren gesammelt. Auf Fetzenmärkten, in alten Bauernhöfen, beim Sperrmüll. Begonnen haben wir auch mit so etwa wie der da ausschaut. Nicht so alt, aber ohne Kante natürlich auch, mit der Leder immer Bindung drauf. Bindung, genau. Das waren eigentlich unsere Ski, mit denen haben wir begonnen zum Skilaufen. Und das Material aus diesem großen Fundus wird zum Selbstversuch auch ausgeliehen. Zum Skilauf wie anno dazumal. Mürzzuschlag war, wie ein Bericht 1912 schreibt, die Metropole des Skisports. Das Hotel Post wurde eigens durch Dampfheizung und Waschraum mit Warmwasserleitung zu höchster Bequemlichkeit ausgebaut. Das Traditionshotel gibt es heute noch. Und die skisportlich prächtigen Hänge, die selbst Fridtjof Nansen entzückten. So. So, jetzt werden wir schauen, ob wir das aufbringen. Sind das jetzt noch Seehundfell? Das sind Originale noch. Holst du? Dann gebe ich das einmal da. Ja. Seit wann hat es jetzt diese Fälle gegeben? Ja, ich sag 20er Jahre. Schon? Ja, durchaus. Also nicht genau die, aber so ähnliche halt. Gell? Ja, ja. So. Super. Müssen wir noch ein bisschen anziehen und dann passt es. Nostalgie nennen es die Steirer, wenn sie die Urform des Wintersports praktizieren. Am Stuhleck, dem 1780 Meter hohen Voralpengipfel und Hausberg von Mürzzuschlag. Was mir gibt. Ja, was ist das Besondere für dich? Ja, also das taugt mir sowieso am meisten, wenn man mit dem antiken Zeug da herummarschiert in der Natur. Da fühle ich mich ja irgendwie trotzdem als wie die Pioniere früher. Jetzt nicht aufgrund einer modernen Technik alles erleichtert, sondern das ist wirklich dann harte Arbeit, sage ich jetzt einmal dazu. Aha. Der Wetterfleck aus Loden, das starre Material, kratzende Wollhosen und Norwegersocken, die Stiefel in der Bindung ohne Spiel, die Ski ohne Kante. Eine völlig neue Erfahrung. Aber man findet schon rein in den richtigen Rhythmus. Es ist ein bisschen mehr das Steigen als das Schleifen. Im Jahr 1890 wurde das Stuhleck erstmals mit Ski bestiegen. Ihr Gerät hatten sich die damaligen Pioniere aus Trondheim in Norwegen kommen lassen. Ski. Ski kommt daher. Ja, das ist Lautmalerei. Es geht zurück auf die Sprache der Nordgermanen. Schon bei den Runen gibt es den Begriff Skit, Scheit oder Holzscheit. Und von daher kommt eigentlich dann der Ski. Skida kann ich askitum. Schreiten kann ich auf Scheitern. Also Skitum, Skit, Scheit, Holzscheit. Die Szenerie ist original. Selbst die erste Skihütte inmitten der herrlichen Hänge. Wolfgang Taberhofer stammt aus einer Familie, die beim Bettelbauer, wie die kleine Ansammlung von Höfen heißt, den aufkommenden Tourismusbetrieb miterlebt hat. Das ist eine Skihütte, da sind eigentlich die Skifahrer ein bisschen versorgt worden. Nicht? Das Getränke, ein bisschen was zum Essen wird es gegeben haben. Nicht? Dein Vater war da auch schon dabei, der hat da auch drin rumgefuhrwerkt. Ja, der hat dann mit den Ski eigentlich die Ski gewechselt. Nicht? Gewachselt. Ja. Von den ersten Schritten im Schnee, in der Manier des legendären Polarforschers Fridtjof Nansen, bis zur Hüttengaudi vergingen nur ein paar Jahre. Und am 31. November 1898 wurde die erste Skihütte des eben gegründeten österreichischen Skiverbands feierlich eröffnet. Der Bettelbauer, ein Laufsteg des neuen Modesports, im doppelten Sinne. Ein Ort vom Geist der Skigeschichte umweht. Was ist denn das? Gibt's ja nicht. Das sind Tiefschneespuren von mir. Hast du ja, aber jeder Schwung gleich, das kann man ja gar nicht. Sicher kann man das.
Hast du eine Seile gespannt, oder was? Ja. Ja? Wie viele Jahre hast du da trainiert? Das ist ja unglaublich. Das habe ich noch nie gesehen. Wenn ich die ganze Wiese abgekommen bin, sind es 270 Mal circa. Es gibt hier so eine gewisse Tradition der Skiverrücktheit, offensichtlich. Ja, ein bisschen Vogel muss man haben. Das erleichtert die Sache. Ja, unglaublich ist das. Spuren einer Faszination, die den weißen Sport ausmacht. In der Welt wie am Bettelbauer. Damals wie heute. Wir Nostalgiker, Hannes und Hans Notnagel, Herbert Simonitsch und die bayerische Testperson wollen so weit kommen, wie wir können. Jeder Schritt wird dabei zum Erlebnis. Aber es ist einfach eine ganz eigene Sache, oder? Super, ja. Total anders. Man kann es nicht vergleichen. Allein schon dieses Steife. Ja. Das Material ist deutlich widerständiger. Schaut ja traurig aus, Hans. Nicht mehr lang. Gleich wieder fertig. Haben wir heute eh Glück gehabt, gell? Wenig Sachen kaputt gegangen. Genau, sind wir nicht daheim. Die will es nicht verschreien. Das Material führt sein Eigenleben. Und die starren Ski mit der wackeligen Bindung tun das Übrige. So kehren wir zurück zu den Anfängen dieses Sports. Die 1200 Höhenmeter aufs Stuhleck schaffen wir nicht ganz, aber genug, um das Gefühl der Höhe und Weite zu erleben. Im Blickfeld befinden sich im Norden Schneealm und Rax, die berühmten Wiener Hausberge. Man spürt deutlich mehr. Aber trotzdem schön, oder? Wunderbar. Im Laufe der Zeit machen wir die Erfahrung, dass Leute, die zu uns dazukommen, erst müssen wieder anfangen zum Skifahren lernen mit den Ski. Obwohl sie auf der Piste nicht gut fahren. Nicht? Gib mir mal einen Tipp für die Abfahrt. Ich hätte halt keinen Tipp abgeben für die Abfahrt. Ich bin froh, wenn ich selber runterkomme. Dann probieren wir es, oder? Also, ich schaue mir das erstmal an. Ja, danke. Das schrieben schon die Ski-Erstbesteiger des Stuhlecks im Jahr 1890. Weit schwieriger als die Auffahrt gestaltet sich die Talfahrt, wenn die Ski wie kleine Segelboote auf bewegter See tanzen und nur mit Mühe die genaue Richtung eingehalten werden kann. Also, es ist ein wahnsinnig schönes Gleiten, aber etwas unkontrolliert. Kühn ist die Talfahrt in Windeseile, von der sie schon damals schwärmten. Die Kunst des Skifahrens, hier wird sie zum individuellen Feldversuch. Die starren Ski gehorchen nicht, sie gleiten vorwärts. Es zischt, der Fahrtwind prickelt im Gesicht, der Sturz bahnt sich an. Und in den magischen Momenten taucht der Mensch mit seinen Holzlatten tief ein in die Winterwelt. Am Ende haben wir die Rückwärtsentwicklung des Skilaufs komplett nachvollzogen. Gell, dieses Gleiten war gewaltig, ja. Und dann stoppst du wieder. Ein bisschen so als Rucker, den hast du gehabt, gell? Nachher. Ja, es war ein bisschen wechselhaft. Also, die ist nicht auch losgegangen, was ich gesehen habe. Aber mir hat schon ein bisschen geschnitten da oben. Also, ich habe mir es besser vorgestellt. Aber grundsätzlich waren die Verhältnisse gut heute eigentlich, ja, oder? Ja, für die erste Tour war es nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber es gibt Schöneres. Ganz ehrlich.
aber nur unter uns. Aber ist es nicht wunderbar, dass das weiße Element so einen eigenen Zugang zum Dasein ermöglicht?